So, das ist unsere Edelherberge in Ulaanbaatar, wo wir jetzt 2 Nächte sind. Das haben wir uns wirklich verdient nach den entbehrungsreichen Tagen auf der transsibirischen Eisenbahn. Ulaanbaatar ist definitiv keine besonders schöne Stadt, aber es ist nun mal der Ausgangspunkt aller Mongolei-Reisen. Ja, komm mal, sag mal was. Schneider, was hast du denn gerade zu sagen? Ich habe eigentlich nichts zu sagen, außer dass wir vor 5 Stunden angekommen sind und jetzt 5 Kilometer von unserem Hotel hier in die Stadt gelaufen sind, was sehr angenehm war. Und wir sind jetzt auf dem Genghis Khan Platz. Okay. Wir werden gleich mal schauen, wo mein Friseur ist. Es hat hier sowas wie Platz des himmlischen Friedens in Peking. Also ein bisschen kleiner, aber auch schon recht gewaltig. Schon ist unser Genghis Khan. Da ist unsere Heilung. Über deinem Kopf thront Genghis Khan. Oh wei. Was für eine Botschaft ist das? Was droht mir da? Was droht gar nichts. Mir ich da? Glaube, er mir droht da was. Wieso? Ich bin immer ganz lieb zu dir. Ja. Natürlich. Ich habe meine liebe Heidi bei einem mongolischen Friseur, der weder Russisch noch Englisch spricht, abgeliefert. Also mal gucken, wie sie anschließend aussieht. Ja? Ja? Aber wir sind da recht zuversichtlich. Tja, Verkehrsstau wie in jeder größeren Stadt. Auf geht's. Ist jetzt an? Ich rede jetzt. Also Leute, was soll ich euch sagen? Mein Wolfgang ist heute mal benimmt sich wie so ein richtiger Deutscher. Und wenn das so weitergeht, dann mache ich die Tour mit Regomen und ich setze ihn morgen in den Flieger und dann geht er zurück nach Deutschland, dann kann er sich da weiter so benehmen. Wir sind jetzt im Winterpalast des 8. Bok Khan und wer darüber was wissen möchte, der geht auf Wikipedia. Tschüss. Du machst gerne Monologe, ne? Du bist jetzt ruhig. So, wer war der Typ, der sich das hier geleistet hat? Schätzelein, ich habe dir gesagt, geh auf Wikipedia, da steht das alles drin. Also der hat sich das nicht geleistet, das war so ein... Schätze ich jetzt mal, jetzt muss ich auch noch mal lesen hier. Ach, so einen letzten Bok Khan, das ist so wie so eine Art, so ein bisschen Kaiser oder so. Okay. Also, soweit zu deiner Geschichtskenntnis. Ich mache mich auf jeden Fall auf deine Kosten. Das Bild symbolisiert unseren Ehezustand. Wer ist jetzt der Drachen und wer ist der? Ja, dreimal können wir raten. Ja.
willst du jetzt sagen? Du filmst immer ohne was zu sagen. Was sollen die Leute von uns denken? Ja, hat eben einer gesagt, dass ich hier nicht fotografieren darf. Echt? Da drin doch. Was soll denn das? So, die zweite Filmaufnahme, weil die erste hat nicht geklappt. Ja. Das ist unsere Karawane, die uns auf der Seidenstraße begleiten wird. Genau. So, ich gehe jetzt mal mit der Videokamera dran entlang, weil die Sonne steht eigentlich ein bisschen ungünstig. Wirklich ein super Video zum Thema Seidenstraße. Also die Tour, die für uns übermorgen beginnt. Heidi war gerade in einem tollen Supermarkt einkaufen. Das hat sie zu berichten. Genau. Also der Supermarkt war wirklich echt toll. Frisches Obst, frisches Gemüse, obwohl das hier überhaupt nicht produziert wird. Ganz, ganz toll aufgeräumt und sauber. Und das Tollste, alle Nivea-Produkte und gut und günstig Produkte. Also irgendwie scheint die Ethika angeschlossen zu sein. Was ich nicht gefunden habe, ist Nageldeckentferner. Und dann muss ich euch sagen, als richtige Deutsche hätte ich mich natürlich aufgeregt, weil die Kassen war knacke voll. Und nur zwei Kassen geöffnet. Das wir wollten uns doch nicht mehr aufregen, oder? Genau. Mein Mongolisch war nicht so gut, konnte ich mich nicht aufregen. Das Tempelmuseum werden wir uns jetzt mal anschauen. Total eingerahmt von einer Großstadt. Hm? Fotografieren und Filmen war leider innen drin nicht möglich. Strengstens verboten. Die haben da echt aufgepasst. Das war sehr schade, weil das war schon sehr, sehr interessant.